Ich habe heute mit einigen Kollegen aus dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages die Bundespolizei in Blumberg besucht. Das war ein wichtiger Besuch. Wir konnten uns überzeugen, welche hohe Einsatzbereitschaft hier ist. Wir haben eine sehr realistische Darstellung bekommen über eine Bedrohungslage, wie die Bundespolizei damit umgeht. Wir haben viele Gespräche geführt, auch mit den Beamten, die hier vor Ort tätig sind. Wir haben viel erfahren über das, was gut und was auch weniger gut läuft bei der Bundespolizei, wo auch an uns als Politiker Anforderungen gestellt werden. Und wir sind überzeugt davon, dass es Sinn macht, weiter in die Bundespolizei zu investieren, in die Sachmittel, aber auch insbesondere ins Personal. So gehen wir in diese Haushaltswoche hinein und das werden wir auch in den nächsten Jahren fortführen.